Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Dips und heute geht's weiter mit dem zweiten Hearthstone-Adventure, dem Schwarzfans. Ja, zwei Bosse haben wir noch offen. Jeweils die beiden Endbosse aus den letzten beiden Rings, aus dem Pechschwingenhort und aus dem Geheimlabor, den guten Lord Victor Nefarius. Den haben wir uns ja so ein bisschen aufgehoben, weil er ein bisschen schwieriger war, meiner Meinung nach immer noch einer der schwersten Bosse überhaupt in diesem ganzen Adventure. Und ja, heute wollen wir uns allerdings angucken, wie ich den bezwungen habe. Ich habe ihn nämlich schon bezwungen und wie ich das gemacht habe, das werden wir uns jetzt ansehen. So, da sind wir dann also beim guten Lord Victor Nefarius. Ich mache das Ganze hier mit dem Paladin, ja, mit so einem Control-Paladin will ich das Deck mal nennen. Ich habe hier Dr. Boom, Chromagus, Kel'Thuzad und die gute Sylvanas als Legendaries dabei. Zusätzlich noch ein paar Drachenkarten, die wollte ich hier mal ausprobieren, die Synergie von den Drachen. Dann noch so ein paar Karten, um das Board gut clearen zu können, sprich Gleichheit in Verbindung mit dem wilden Pyroman oder in Verbindung mit Weihe. Und sonst noch ein paar kleine Minions, um am Anfang halt schon ein bisschen was aufs Board zu bekommen. Oder den Friedensbewahrer zum Beispiel darf natürlich auch nicht fehlen, um den Schaden so ein bisschen vom Gegner rauszunehmen. Ja, was hat sich verändert im Vergleich zum Normal Mode? Ihr seht schon, der erste Zug vom Lord Victor Nefarius besteht darin, seine Heldenfähigkeit zu benutzen und sich in den Drachen Nefarian zu verwandeln, der dann 30 Leben und 50 Rüstung hat. Ja. Als dieser Drache würde dann den Rest des Kampfes bestreiten. Zusätzlich hat er noch 10 Mana gleich von Anfang an und spielt hier gleich die dicken Minions aus, ihr seht schon. Hat er gleich einen 6-6er zu liegen in der zweiten bzw. dritten Runde. Zusätzlich hat er noch die Fähigkeit bzw. dann die Heldenfähigkeit Wilde Magie. Die sorgt dafür, dass er sich, wenn er sie benutzt, einen Zauber von der Klasse, die ihr spielt, bekommt. Sprich, wenn ihr einen Paladin spielt, zieht er sich halt die ganze Zeit Paladin-Zauber. Wenn ihr einen Priester spielt, würde er sich Priester-Zauber ziehen und so weiter. So, ihr seht schon, das ist sehr unangenehm hier am Anfang. Ihr habt quasi Runde 3 und er hat da gleich schon zwei dicke Diener zu liegen. Wenn man sich überlegt, ich hätte den Friedensbewahrer nicht verwendet, hätte er einen 6-6er und einen 5-4er da liegen. Und die zu handhaben ist relativ schwer. Der gute Ragnaros steht euch hier natürlich wieder ein bisschen zur Seite, genauso wie im Normal Mode. Allerdings mit dem einen feinen Unterschied, ihr habt es gerade gesehen, ihr kriegt lediglich in der dritten Runde eine Karte vom guten Ragnaros und dann nicht mehr. Denn im heroischen Modus wird er euch, wie gesagt, nicht länger zur Seite stehen, nur am Anfang einmal, um ja quasi so ein bisschen die Boardkontrolle euch vielleicht zurückzuholen. Und wenn ihr da Pech habt, seht jetzt hier, ich nutze die 8 Damage Karte, macht wenigstens einen Diener weg. Ich hatte es des Öfteren, dass er dann diese 8 Damage ins Face macht. Und ja, dann habt ihr eigentlich schon fast so gut wie keine Chance mehr, hier nochmal zurückzukommen. Es sei denn, ihr habt einen guten Board-Clear-Effekt. Wie gesagt, darum habe ich auch die Board-Clear-Effekte drin. Ja, wenn man Gleichheit und Wilder Pyromane zum Beispiel einsetzt und sie sich am Anfang zieht. Ich habe es jetzt hier nicht, aber ich brauche es jetzt auch in diesem 2 nicht. Dann könnt ihr am Anfang schon relativ gut euch die Boardkontrolle zurückholen. Sprich in Runde 4 bzw. Runde 6, falls ihr Weihe und Gleichheit oder sowas in die Richtung haben solltet. Ich spiele jetzt hier einfach mal Sylvanas ins Blinde und hoffe, dass er da vielleicht irgendeinen großen Diener ausspielt. Er zieht jetzt hier die Gleichheit. Ja, die hat er natürlich von mir bekommen über seine Heldenfähigkeit. Das ist auch mit die unangenehmste Karte, denn dadurch hat er natürlich auch einen krassen Board-Clear-Effekt. Sprich Weihe und Gleichheit könnte er sich natürlich auch in Verbindung ziehen. Hab's allerdings nicht erlebt, dass er die mal irgendwie in Verbindung zusammen einsetzt oder so. Zusätzlich sind, wenn ihr Paladin spielt, natürlich Karten wie, also Buff-Karten oder direkte Schadenszauber ein bisschen unangenehm. Da müsst ihr dann halt immer drauf Acht geben. Flammstoß hat er auch zweimal im Deck. Sprich, Support-Clear-Effekte sind da, ja, könnten euch das ein oder andere Spiel auf jeden Fall kosten. Meiner Meinung nach ist der Boss hier auch, wie gesagt, der schwierigste beziehungsweise mit der schwierigste Boss im Schwarzfels überhaupt. Ich habe an dem wirklich etliche Tries verbracht. Ich habe viele Klassen ausprobiert. Priester war mir noch mit am angenehmsten. Habe da versucht, mir einen großen Diener zu bauen und ihn dann damit, schnell zu finishen beziehungsweise seine Diener da halt immer reinjagen zu lassen. Allerdings habe ich dann immer das Pech gehabt, dass er sich Schattenwort tot zieht und habe mich damit dann quasi selbst ausgekontert, weswegen ich dann doch wieder zurück zum Paladin gegangen bin. Jetzt habe ich hier meinen Chromagus schon mal ausgespielt, habe damit schon mal zweimal den Echtsilber-Champion, zweimal den abgeschirmten Minibot gezogen, dann doppelte Gleichheit. Der hat sich auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt hier. Habe ich natürlich in Verbindung, ja, das ist eine relativ nette Kombination, Chromagus in Verbindung mit Göttliche Gunst, muss man natürlich über zwei Runden auch spielen und Glück haben, dass der Chromagus liegen bleibt.
Das Glück habe ich hier und damit kann ich mir schon mal 4 Karten doppelt ziehen. Was mir hier auf jeden Fall den einen oder anderen Vorteil bringt jetzt. Ich bin jetzt zumindest, was die Karten angeht, wieder dran. Denn ja, er hat natürlich, dadurch, dass er quasi jede Runde zwei Karten zieht, eine durch über sein Deck und eine über seine Heldenfähigkeit, ist es relativ schwer daran zu kommen, was die Kartenzieheffekte angeht. Ich habe hier in meinem Deck für Kartenzieheffekte eigentlich nur die göttliche Gunst mit drin. Dadurch, dass er immer einen Kartenvorteil hat, ist das recht, denke ich, ganz nett. Ja, der Chromaguss hat sich hier auf jeden Fall schon mal richtig gelohnt. Ich ziehe jetzt hier mal die Weihe, setze damit beide Diener auf 2 Leben runter und kann dann jetzt hier relativ gut tauschen. Entscheide mich dazu, einen Minibot zu behalten, falls er jetzt irgendwie eine Weihe oder sowas hat. Dass ich da gewappnet gegen bin sozusagen und dann wenigstens noch einen Minibot mit 2-1 liegen hätte. Spiel dann jetzt hier auch noch den Zombie-Fast. Die haben ja beide auch 3 Leben, sprich gegen eine Weihe wäre ich da jetzt nicht so anfällig. Ja, spielt jetzt hier die Pechschwinge-Technikerin. Ich sehe, er hat keine Drachen auf der Hand. Hat scheinbar einige Zauber. Ja, auch hier wieder sieht man sehr schön den Buff-Zauber vom Paladin, den er sich gezogen hat. Macht seinen Diener da jetzt auf 4 Angriff. Kann ich allerdings relativ einfach tauschen mit der Waffe. Ziehe jetzt hier noch die zweite Waffe. Hab natürlich jetzt richtig gut gezogen mit göttliche Gunst, dass ich da jetzt noch den Chromaguss liegen habe. Habe jetzt natürlich das Problem, dass ich nicht weniger Karten habe als der Gegner, sonst könnte ich da natürlich nochmal die Kombination richtig schön ziehen. Der Chromaguss überlebt auch hier relativ lange, beziehungsweise ziemlich lange sogar, was natürlich sehr cool ist. Jetzt hat er mir den natürlich ziemlich hart runtergebufft auf 1-1 mittlerweile schon, aber im Grunde genommen habe ich ihn ja eh nur noch für Kartenzieheffekte. Ja, auch der Gegner zieht sich jetzt hier einmal göttliche Gunst über die Heldenfähigkeit, habe jetzt hier 4 Pyromanen, 2-mal Gleichheit. Das heißt, ich könnte im Grunde genommen 2-mal das Board noch clearen, falls er jetzt nochmal zurück ins Spiel kommt. Und das ist doch, denke ich, eine recht angenehme Situation hier gerade. Jetzt überlege ich, wie ich es mache. Meine Diener sind eh schon fast alle auf ein Leben runter. Dann kann ich jetzt auch hier einfach mal eine Gleichheit ziehen. Und damit dann gut abtauschen. Wichtig ist halt, dass ihr hier, wie gesagt, die Boardkontrolle euch sichert und behaltet nach Möglichkeit auch. Und ihn dann ja nach und nach halt runterzerrt. Denn 30 Leben und 50 Rüstungen ist natürlich eine Hausnummer. Das muss man erstmal runterhauen. Das dauert natürlich so seine Zeit. Und dadurch, dass er halt so harte Diener spielt am Anfang, ist es ja relativ schwierig. Der schwierigste Kampf. Bisschen unberechenbar. Viel mit Glück. Er hat viel mit Glück zu tun, je nachdem, was er sich auch immer für Karten zieht. Was für Zauber und so. So, jetzt liegt mein Board hier auf jeden Fall mal voll. Alle mit einem Leben. Jetzt könnte ich natürlich noch eine Gleichheit spielen. Dann habe ich allerdings keine mehr und hätte keine Möglichkeit, nochmal das Board zu clearen. Darum überlege ich jetzt hier, ob ich nicht vielleicht anders tauschen kann. Und mache das jetzt hier an der Stelle auch. Ja, der Zombie-Phrase ist hier natürlich noch ganz nett, da er hat eh noch 10 Rüstungen hat, die ich runterhauen müsste. Sprich, er zieht sich aus dem Heilungseffekt keinen Nutzen. Ja, Zombie-Phrase kann man hier relativ gut einsetzen, genau aus dem Grund, dass er die Rüstung hat und er hat natürlich auch nicht gerade wenig Rüstung mit den 50 Rüstungen am Anfang. Und jetzt habe ich hier auf jeden Fall schon mal eine relativ vorteilhafte Situation. Ich habe noch 21 Leben, er hat 30 und 5 und ich habe das Board noch voll. Zwar nur mit 1er Minions, aber besser als nix. Na, jetzt kommt hier nochmal der Drachengefährte, der seine Drachen natürlich verringert. Kann dann den Zwielicht-Welbling spielen, kostenlos. Ja, zieht hier nochmal Biss. Geht wahrscheinlich aufs Face. Nee, macht er nicht. Er macht einen von diesen Minions kaputt. Auch die Geheimnisse übrigens sind sehr unangenehm vom Paladin. Wenn er sich die zieht über seine Heldenfähigkeit. Da hatte ich am Anfang, die gute Kesa noch mit im Deck. Hab die dann jetzt aber irgendwann rausgenommen, weil die, manchmal zieht er sich halt auch keine Geheimnisse und dann ist die Karte halt so ein bisschen sinnlos. Im Grunde genommen ist es immer gut, wenn er sich keine Geheimnisse zieht, denn das ist eigentlich, ja, dann mit am angenehmsten. So, jetzt könnte ich hier nochmal die Gleichheit ziehen, die zweite. Und damit nochmal abtauschen. Ja, ich kann jetzt hier auch nochmal den Kel'Thuzad ausspielen. Richtig cool ist natürlich, wenn ihr den guten Chromaguss draußen habt und euch dann hier irgendwie Dr. Boom und Kel'Thuzad oder Sylvanas oder sowas in die Richtung zieht und die dann doppelt aufs Board legen können. Das ist natürlich auch sehr, sehr nett. Ah, der Zwielichtdrache jetzt hier mit 7 Leben verdoppelt ihm noch den Angriff, was ihn natürlich zu einer relativ gefährlichen Karte macht jetzt gerade. Jetzt auch nicht allzu viel Damage auf dem Board gerade, dass ich da jetzt irgendwie gut tauschen könnte.
Den guten Kältesatt will ich dann natürlich nicht reinjagen. Ich bräuchte jetzt einen Drachen, damit ich ihm schon mal 3 Schaden mit dem Fünfer machen kann. Tja, da muss ich jetzt einiges an Rechenarbeit hier aufwenden, um den da irgendwie wegzukriegen. Aber es reicht einfach nicht, es reicht einfach nicht. Zumindest nicht direkt. Na, ich tausche jetzt einfach mal rein, mal gucken, wie viel überbleibt. 2 Leben hat er noch. Das wären 2 Pyromanen. Beziehungsweise 2 Effekte der Pyromanen. Ja, die spiele ich jetzt auch so. Beide Pyromanen einmal rausgehauen. Und dann die Heilung auf mich selbst. Und dadurch, dass ich die guten Kältu satt habe, ja, jetzt mache ich hier wahrscheinlich wieder den Fehler, indem ich, das tut mir relativ oft irgendwie, das muss ich mir echt mal abgewöhnen. Ja, genau, jetzt habe ich nämlich einen Pyromanen sozusagen verpuffen lassen, dadurch, dass ich die Heldenfähigkeit benutzt habe. Was natürlich ein bisschen dämlich ist immer. Kleines Missplay. Hier sieht man jetzt das Paladin-Geheimnis, was er sich gerade gezogen hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was es ist. Ah, Kel'Thuzad räumt hier das Board natürlich wieder gut auf und holt mich da wieder zurück ins Spiel. Er hat jetzt noch, ist jetzt relativ nah am Tod schon mit seinen 23 Leben. Das heißt, wenn es gut läuft, könnte ich die nächste Runde eventuell finishen. Mal gucken, was er sich noch so zieht. Und jetzt natürlich eine Weihe wäre jetzt mein Tod wahrscheinlich. Hat er erstmal nicht. Zieht hier jetzt nochmal göttliche Gunst Karten nach. Einmal spalten. Hoffentlich nicht auf den Kel'Thuzad. Da habe ich Glück gehabt. Kommen die Karten natürlich wieder. Den Minibot ist natürlich ganz nett, dass der dann immer wieder neues Schild auch hat. Jetzt muss ich hier natürlich nachrechnen, schauen, ob es reicht. Greife hier mit dem Kleinen an. Falls er genau die Heldenopfer, das Heldenopfer-Geheimnis hat, hat er auch. Und hat damit alles richtig gemacht. Hätte ich jetzt mit dem Kel'Thuzad angefangen, dann wäre der natürlich weg. Dem her kein Problem. Ich habe jetzt noch einen Drachen gezogen, sprich ich kann hier einmal den Damage-Effekt von dieser Fünferkarte benutzen, von dem Pech-Schwingen-Verderber. Und ja, damit habe ich das Spiel gewonnen. Damit hat es dann gereicht, endlich, muss ich wirklich sagen, denn wie gesagt, der Bosskampf hat mich einiges an Nerven gekostet. Der war wirklich sehr, sehr zäh, sehr, sehr lackabhängig. Und ja, ich war wirklich froh, als ich das jetzt hier dann geschafft habe. Und ja, bleibt noch ein Boss über, ne? Ein Boss noch. Der Nefarian im Geheimlabor. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.